mit der SheGlam Powerpuff, beziehungsweise nicht Hufflepuff, nicht Powerpuff, sondern SheGlam Harry Potter Hufflepuff Kollektion. Und für die Schimmertöne nehme ich heute wieder die Mini Charms Palette, genau auch wie gestern. Ich hatte gestern eine Kombination aus den beiden Tönen. Muss sagen, dass dieser auf der Seite, wieso auch nur immer auf der Seite, ein bisschen gecreased ist, ist aber jetzt auch ne, nach 12 Stunden oder so passiert oder nach 10 Stunden passiert. Nicht extremst, aber halt ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht einfach na, falscher Primer, viel zu viel Glitterglut, viel zu wenig Glitterglut, das weiß man nicht immer hundertprozentig, ist aber jetzt einfach nur eine ganz kleine wichtige Information, finde ich, die man immer auch mal sehen sollte und auch wissen sollte, denn ne, nicht jeder möchte, dass sein Lidschatten creased. Bei manchen, bei vielen ist das einfach bei mir so, dadurch, dass ich ja ne, Schlupflider habe, aber nur mal so als kleine Information zwischendurch. Es creased ein wenig. Ich nehme heute die Kombination mit SheGlam Powerpuff. Ich weiß nicht, ob das dann besser hält oder schlechter hält oder wie auch immer. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Werde ich euch morgen früh wieder erzählen, ob das besser gehalten hat. Ich decke einmal hier so ein bisschen meine Unreinheiten ab, damit man die nicht den ganzen Tag sieht und die ganze Zeit bei dem Livestream. Ich nehme dafür einfach den Primer bzw. den Concealer von Max & More. Das ist ein Concealer, den ich eigentlich tagtäglich benutze im Moment. Den habe ich auf und dann heißt das für mich immer, den brauche ich als erstes auf. Übrigens, ne, schöner Zopf da hinten dran, sind Haare frisch gewaschen, die lasse ich dann meistens erst im Zopf trocknen und im Nachhinein style. Na, es ist Style, entweder lasse ich sie los oder ich mache irgendwie was da so ein bisschen mit dem Zopf. Ich bin keine große Styling-Maus oder so, sondern eher Make-up und auch eher dann legere Klamotten. Also bei mir muss alles irgendwie miteinander zusammenpassen. Nee, muss eigentlich nichts zusammenpassen, denn ich bin eher eine, die sich liebend gerne schminkt, dann aber eher mit Hoodie und ganz normaler, dicker, fetter Jeans rumläuft. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt überall komplett gestylt sein, sondern bei mir ist das einfach komplett unterschiedlich, worauf ich Bock habe. Mal style ich mich ein bisschen mehr, mal style ich mich ein bisschen weniger. Das sind heute die Farben für meine matten Töne. Übrigens, ich war gestern im Garten, deswegen sehen meine Fingernägel auch nicht ganz so dolle aus. Das sind meine matten Töne. Man hat hier einen leichten Creme bis ein bisschen Orangeneffekt drin. Man hat hier einmal einen orangenen Lidschatten sowie einen braunen. Also wird es eher ein relativ Standard-Look von den Farben her. So ein schöner Herbst-Look irgendwo noch. Herbst-Look. Und bei den Beauty Bay-Farben entscheide ich mich dann gleich, was ich nehmen möchte. Bei der SheGlam Hufflepuff Lidschattenpalette ist dieser Ton wirklich schlecht. Da sieht man die Farbabgabe. Ich meine, es ist im Prinzip nur purer Glitzer. Und auch sonst irgendwie, also eher ein Glitzer-Topperton, kann man vielleicht, da sieht man den Glitzer so ein bisschen mehr. Guten Morgen, Petra. Kann man den Glitzer so ein bisschen besser sehen, aber ansonsten ist es halt nicht das Extremste, ne? Daher dachte ich mir, passt das ganz gut. Ich packe ein bisschen, einmal kurz, nee. Erst mache ich den Primer, dann die Lippenpflege, damit die Öle da nicht unbedingt jetzt in meinen Milani Eyeshadow Primer mit reinkommen. Denn wie ihr seht, meine Lippen sind extrem trocken. Ja, ich habe schon wieder die nächste Bratsche erwischt. Wieso das auch im Moment so ist, meistens habe ich das immer 2-3 Mal hintereinander, irgendwo in meinem Gesicht und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, wieso das so war. So. Denn ich habe am Wochenende, ich glaube, das war Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr, einen Look geschminkt und dann mit diesen Beetlejuice-Lippen dann kreiert oder was dazu gemacht. Und habe dann sehr, sehr fest über meine Lippen gerieben, um das Zeug einfach wieder abzukriegen. Und ich vermute erstens dadurch, dass ich halt keinen Lippenstift, sondern einfach nur einen Kajalstift genommen habe, um das zu kreieren. Das mochten erstmals, denke ich mal, meine Lippen nicht so gerne. Und zweitens dann noch dieses kräftige Reiben darüber war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und deswegen sieht heute meine Lippe so aus. Ist aber auch schon fast wieder weg, also ist jetzt nicht mehr so schlimm und ist auch nicht so schlimm, wie da unten sowas zu kriegen. Also da unten war die Hölle, das hat mich gejuckt wie Sau an der Lippe. Dadurch, dass ich das halt zwischendurch öfter mal habe, ist das vielleicht auch einfach, ne? Man gewöhnt sich dran, ich sag's mal lieber so. So, dann habe ich hier meine ganzen Pinsel, meinen ganzen Pinselberg. Nehme mir einmal... Ich habe mir heute Nacht übrigens den Nacken verdreht oder schlecht geschlafen.
Oder ich habe gestern im Garten gearbeitet und habe das deswegen. Aber diese ganze Seite, wenn ich mich zu dieser ganzen Seite nicht ganz so gut reden sollte, dann wisst ihr wieso, weil hier tut alles so ein bisschen weh. Meine Seite ist ein bisschen steif. Voll doof. So, ich nehme jetzt einfach, mache den Pinsel sauber, denn ich habe mir auch natürlich noch keinen sauberen Pinsel geholt. Erstmal, das ist ein Sigma-Pinsel. Dazu nehme ich erst, wir starten einfach mit dem hellsten Ton. Das ist dieser, der nennt sich Hard Work. Und den packe ich jetzt erstmal grob in die Crease rein. Ich sette jetzt meinen Primer nicht unbedingt, weil braucht man, glaube ich, bei dem Farbton echt nicht machen. Und dann sieht man auch schon einen leichten Übergang. Ich wollte eigentlich ein bisschen Lippenpflege auftragen. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Dazu nehme ich einfach den von Essence, das Lippenöl. Nicht zu viel davon verwenden, wirklich nur so eben. Und auch am besten noch verteilen. Kann noch einen Tacken mehr sein. Ich finde, dieses Lippenöl schmeckt nach Creme. Also nach Nivea oder wie auch immer, welche auch immer. Und man sollte davon nicht zu viel nehmen, denn sonst hat man das ganz eklig und dann macht das diese Fäden. Mag ich nicht unbedingt, deswegen auch immer vorsichtig damit umgehen und dann ist es gut. So, einmal jetzt den Hard Work, die erste Farbe aus der Palette, die erste hellste Farbe, matte Farbe aus der Palette. Einfach grob durch die Crease. Das soll einfach nur eine kleine Transition sein, sodass man gleich die anderen matten Töne ein bisschen besser aufbauen kann. Ich habe hier schon das Gefühl, also wundert euch nicht, wenn jetzt hier der Lidschatten nicht ganz so dolle hält, dass dieses Auge ein wenig tränt. Manchmal habe ich das, manchmal fühle ich das sofort. Manchmal sieht man das dann auch erst in dem Look, wenn man dann einfach mit Farbe reingeht, dass da einfach so eine Linie entsteht. Das liegt nicht an den matten Tönen von She Glam. She Glam kann im Gegensatz zu Catrice sehr gut matte Töne. Manchmal hapert es bei den Schimmertönen, aber bis jetzt hatte ich damit mit den matten Tönen noch nicht so die Probleme, dass die matten Töne irgendwie weggerutscht sind oder sich halt so ins Nichts verblendet haben lassen. Der Ton, ich würde mal sagen, ist True to Color, also dieser hier, der kommt sogar, ja doch, kommt ungefähr so hin, wie er auch im Pfändchen wirkt. Jetzt nehme ich den nächsten Ton. Den nächsten Pinsel. Ich nehme immer, wenn ich Pinsel nochmal benutze, nehme ich meistens Pinsel, die ungefähr die gleiche Farbe hatten. Also da war auch mal irgendwie ein Orangeton dran und deswegen benutze ich den jetzt auch für den weiteren Orangeton, dieser hier. Wirkt im in der Kamera ein bisschen, ja doch, ich finde das immer witzig. Ich habe ja hier einmal meine Handykamera und hier einmal meine, meine dicke, fette Kamera. Und die Farben wirken auf beiden Seiten sehr unterschiedlich. Einmal wirkt das wie so ein dunkles Orange und einmal wirkt das wie so ein Sonnengelb. Ist aber, würde ich mal sagen, so ein Ton dazwischen. Also ist jetzt deutlich dunkler als der erste, ist aber jetzt nicht so ganz so dunkel, dass man das Gefühl hat, dass das, also nicht ganz so ein dunkles Sonnenblumengelb, sondern wirklich, ja, so ein schönes, warmes Orangegelb. Irgendwo. Schon knalliger, wie man da jetzt sieht. Man sieht, man sieht richtig, dass man da Kickback hat und dass man wirklich zuerst den matten Ton auftragen sollte oder zuerst den Lidschattenton oder den Lidschatten machen sollte und danach erst das restliche Make-up, denn der flufft überall hin so ein bisschen. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Manchmal habe ich lieber einfach, dass so ein Ton so ein bisschen mehr fluffy ist und dafür sich aber dann gut irgendwo aufbauen lässt. Und da sieht man nämlich auch, gerade bei blauen Augen sind solche Farben mega, mega schön. Ich gehe jetzt mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel rein, so einen Pinsel. Und nehme mir jetzt den letzten Ton auf, das ist der hier. Übrigens hieß der davor Humility und der heißt jetzt Patience. Die haben ja das alles so ein bisschen an die Häuser von Harry Potter angepasst. Ich hatte hierzu auch schon diese grünlichere Palette. Die war doof, beziehungsweise eigentlich war die gar nicht mal so doof. Die matten Töne haben nämlich auch dort ganz gut funktioniert. Aber der Schimmer war so kratzig, dass ich den nur einmal aufgetragen habe und das dann sein lassen habe. Dafür war die Alien Mod Palette einfach aus der letzten Halloween-Kollektion sehr, sehr gut. Die hatte nämlich, einmal mit dem Ellenbogen aufgestoßen. Die hatte nämlich ungefähr die gleichen Farben drin und dann habe ich ganz schnell die Harry Potter Palette wieder aussortiert. So. Jetzt einfach den grob in den Außenwinkel auftragen. Ich trage den hier immer ein bisschen weiter auf, tupfe den auch meistens nochmal so ein bisschen. Dadurch, dass ich einfach im Nachhinein so oder so den Part so ein bisschen wegschneide. Guten Morgen, Rosi. Ist das nicht ganz so schlimm. Also da kann man ein bisschen gröber arbeiten, ein bisschen wilder arbeiten.
und einfach die Farben dahin blenden, wo man sie gerne haben möchte. Und im Nachhinein schneide ich diesen Part hier, den ich dann so hackelig gemacht habe, so oder so mit Concealer einfach ab, wenn ich mein weiteres Make-up mache. Ist immer eine ganz gute Sache und eine ganz einfache Sache. So brauche ich nirgendwo darauf achten, ob ich den Ton zu weit nach außen geblendet habe oder wie auch immer. Man sollte nur schauen, dass man den gleichmäßig hochgeblendet hat. Ich nehme jetzt nochmal diesen gelblicheren Ton und blende hier nochmal den Braunton so ein bisschen aus. Also den ersten gelben Ton hätte ich nicht gebraucht, sondern dieser hier reicht mir vollkommen aus. Ich bin immer so ein 2 bis 3 Farben in meiner Crease. Als matte Töne reichen mir voll und ganz und auch genauso gut als Schimmertöne. Wenn ich die Schimmertöne zu überlade, aber wenn ich die matten Töne zu überlade, dann sieht man im Nachhinein so oder so nichts davon. Denn wenn man zu viel matte Töne benutzt, erhält man doch ganz schön schnell irgendwie so ein muddy mess. Und wenn man zu viele Schimmertöne benutzt, finde ich immer, kann man diesen einzelnen Schimmerton gar nicht strahlen lassen. So. Habe jetzt überall wirklich den Ton aufgetragen. Gehe jetzt nochmal wieder mit dem Orangen rein und verblende wirklich nur die Kanten, damit einfach hier schöne Übergänge entstehen und das dann so ein bisschen sauberer irgendwo aussieht. Man kann auch nochmal mit dem ganz hellen Orangeton reingehen, diesem hier, und dann auch noch direkt mal weitermachen, bis nach oben in zum Crease blenden. Also wirklich, dass da die schönsten Übergänge irgendwo entstehen und dass man einfach keine harten Kanten hat. Ich finde, man sieht jetzt aber, dass das nicht die besten Mattentöne von Shein sind. Shein hatte auch manchmal Probleme mit, dass die sich nicht schichten lassen. Genauso auch wie viele andere Brands sollte man dann einfach bei diesen Mattentönen wirklich mit dem hellsten, mit dem dunkelsten anfangen und dann zu hell arbeiten. Denn ich bin hier im Außenwinkel ein bisschen weit mit meinem orangenen Ton reingeraten. Und wenn man dann versucht zu schichten und das will einfach nicht, dann endet man einfach mit harten Kanten oder mit Kanten, wo einfach an manchen Stellen kein Make-up sitzen bleiben möchte, kein Lidschatten sitzen bleiben möchte. Man sieht jetzt hier auch so ein bisschen, seht ihr diesen leichten Rand? Das ist halt, weil mein Auge so ein bisschen tränt. Das kommt jetzt nicht vom Lidschatten. Und ich tupfe jetzt einfach nur hier an die Ränder und auch da, wo ich nochmal so ein bisschen was hinhaben möchte, damit hier einfach eine schöne Verblendung da ist. Ihr übrigens dürft ihr mir liebend gerne folgen auf TikTok, Instagram oder auch auf YouTube. Überall findet ihr mich unter Frosty Sly bzw. Silvia Figueroa. Auf YouTube und auf Instagram heiße ich Frosty Sly das Make-up und auf TikTok heiße ich einfach nur Frosty Sly. Auf YouTube werden auch alle Lives immer wieder abgespeichert, sodass man, wenn man auf TikTok zum Beispiel jetzt das Live verpassen würde, nochmal auf YouTube nachschauen kann, was ich denn da so gequatscht habe. Natürlich in einem anderen Format. Also auf YouTube seht ihr mich halt nur im Querformat. Auf TikTok seht ihr mich im Längsformat. Manchmal ein bisschen interessant, manchmal ein bisschen witzig. Manchmal muss man auch einfach schauen, wo, an welche Stelle man denn hinquatscht. Oder dass ihr mich überall irgendwo komplett seht. Aber es ist schon ganz witzig und auch ganz schön, dass man einfach so ein bisschen mehr Community erreichen kann und auch ein bisschen mehr Leute irgendwo erreichen kann mit einem gleichmäßigen bzw. einem gleichen Live. Ich gehe jetzt hier rein und nehme einfach mein NYX Glitter Glue. So ein, ne, ganz kleine Menge, da noch ein bisschen mehr. Ist ein bisschen zu wenig. So, und habe... trage mir den jetzt einfach hier auf, wo ich gleich meinen Schimmer aufgeben muss. Der macht keine harten Kanten an den Schimmertönen, sondern der verblendet die, oder macht keine harten Kanten an den matten Tönen, der verblendet die matten Töne so ein bisschen miteinander. Also wenn man hier jetzt so ein bisschen rumwuschelt, sieht man auch, gerade war da eine relativ harte Kante bei den matten Tönen, jetzt ist es eher eine weichere Kante. Es gibt auch Primer, die sollen extra Grip haben. Würde ich aber nie als zweiten Primer benutzen. Zum Beispiel der jetzt von Trend Up, aber auch, ich glaube, der von von Catrice, der neue. Der nennt sich ja auch Gripping Primer. Ist aber komplett was anderes. Die Gripping Primer von Essence, aber von Catrice, aber auch von Trend Up kreieren wirklich wie so eine Wasserkante. Also so eine harte Kante. Dieser hier, der verbindet sich einfach mit den matten Tönen so ein bisschen. Und lässt das so ein bisschen ineinander fließen. Aber der nimmt halt den matten Ton darunter nicht weg und der macht auch keine Wasserkante. So, ich überlege gerade, welche Farben nehme ich jetzt? Ich tendiere ja so ein bisschen entweder zu dem mittleren hier, zu diesem. Der hat einen, oh, welchen Unterton hat er denn? Also hier, den in der Mitte, den hier. Oder aber den hier. Der ist pink zu orange. Oder halt eher so einen neutraleren, der so ein bisschen mehr Gold- oder Silberschein hat. Also man kann wirklich beides machen. Oder orange zu pink.
Das ist im Prinzip genau der umgekehrte Ton. Den finde ich jetzt nicht so klasse. Ich würde sagen, einen von den beiden. Vielleicht den als Übergang und den im Außen, im Innenwinkel. Ich glaube, so mache ich das. Das ist immer wieder interessant, wenn man dann nochmal 3-4 Mal reingeht. Wie verhält sich dann Ton? Wie fühlt er sich an? Ist er glatt? Ist er weich? Ist er duochromartig? Wow. Wie schimmert der? Und gerade Schimmer, Lidschatten an älteren Augenlidern wirken immer besonders schön, weil man dann einfach den Schimmer bzw. die älteren Augenlider dann einfach gar nicht so doll sieht. Trage ich mir dann jetzt das ganze bewegliche Lid auf oder lasse ich wirklich die Innenfläche frei? Also ich finde den wunderschön. Ich sehe hier deutlich so einen grünlichen Orangeton und hier deutlich nochmal das Rosa. Ich hoffe, ihr könnt das auch in der Kamera gut erkennen. Also wer jetzt auf dieser Palette, wer jetzt da irgendwie Bock drauf hat, die gibt es immer noch bei Beauty Bay. Ich bin da nicht affiliated oder so. Ich hoffe, die gibt es immer noch bei Beauty Bay. Die haben ja, das ist die neue, ich denke mal, Weihnachts- oder Winterkollektion von denen und schlaft da echt nicht. Also wer jetzt irgendwie auf wunderschöne Glitzer bis Glitzer-Doppertöne steht, der sollte sich die mal wirklich angucken. Also der Glanz ist schön, die Haltbarkeit ist vollkommen in Ordnung. Ich habe es gestern so ein bisschen, habe ich gerade schon erzählt, so ein bisschen creasen gesehen. Also, dass das hier so ein bisschen in die Lidfalten gerutscht ist. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, der ist komplett weggegangen. Sondern einfach nur, der ist ein bisschen mehr in die Lidfalten gegangen. Und ja, man muss da so ein bisschen aufpassen vielleicht. So, im Innenbereich nehme ich jetzt den hier. Die haben hier keine Namen, sondern die haben nur so ein Namens... Ne, so ein Plastikeinleger gehabt, wo die Namen drauf standen. Den habe ich natürlich schon weggeworfen. Daher kann ich euch da jetzt keine Namen irgendwo zu nennen. Aber einfach die neuen Fändchen mal zeigen zwischendurch. So, mega. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch der Übergang, dass das einfach nochmal so eine leicht andere Farbe drin ist, finde ich schon mal nicht schlecht. Wenn man jetzt den einen Farbton nur haben möchte, dann scheint natürlich der eine Farbton nur. Übrigens, ein kleiner Spiegel ist auch mit drin, also könnte ich mich jetzt auch nochmal hier betrachten, ob ich die Farben überall gleichmäßig aufgetragen habe oder ob irgendwo Lücken entstanden sind. Fühlen sich übrigens anders an. Der fühlt sich trockener an, der fühlt sich ein bisschen cremiger an. Merkt man auch sofort, also der ist wirklich eher, trocken ist er nicht, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der weniger dick auch ist. Und dieser ist hier ein bisschen dicker, den ich jetzt im Innenwinkel trage und aber deutlich auch cremiger. Ich hoffe, der hält auf dem Auge genauso gut wie der andere. Ich nehme jetzt hier nochmal, Ich nehme den hier als erstes nochmal, den orangenen mit diesem goldenen Rosé-Shift. Und trage mir den noch ein bisschen höher, ein bisschen wilder auf. Dann nehme ich immer gerne den Pinsel nochmal dazu, um den einfach hier nochmal so ein bisschen über meinen Mattenton zu tragen. Und im anderen Bereich, im vorderen Bereich, nehme ich den gleichen, den ich hier verwendet habe. Habe dann den Pinsel umgedreht und gehe jetzt hier nochmal rein. Und tupfe und drücke mir den wirklich in jede Falte rein. Manchmal funktioniert das, manchmal hält das dann besser. Der Lidschatten einfach nochmal, weil man dann einfach nochmal ein bisschen verteilt hat und auch vielleicht nochmal in die Fältchen reingekommen ist, wo man mit dem Finger nicht so reinkommt. Manchmal ist es aber genauso auch umgekehrt, dass es besser mit dem Finger gehalten hätte und dann im Nachhinein, oder ne, deswegen mache ich immer beide Tricks. Oh, danke schön. Passt mega, oder? Also ich mag das total gerne, wenn es dann einfach so ein bisschen shifty ist. Wenn man diesen Lidschatten bis nach vorne getragen hätte, hätte man noch ein bisschen mehr von dem Shift gesehen, also von dem Farbwandel zwischen den einzelnen Farben, die in diesem Lidschatten drin sind. Finde aber trotzdem, dass man das so ein bisschen sieht. Also mehr als 2 Schimmerlidschatten über das ganze bewegliche Lid verteile ich super ungern. Gerade wenn es dann halt irgendwelche Duochromes, Multichromes sind, weil ich einfach nicht so große Augen habe, dass man mehr Lidschatten irgendwo noch weiter irgendwo, ja, spezifisch erkennen könnte. So, ich gehe jetzt nochmal hier mit dem orangenen Ton rein und blende so ein bisschen. Aber man sieht auch hier, also da stockt der einfach hier hinten und will sich einfach nicht weiter auftragen lassen. Und hier hinten auch. Ich tupfe jetzt wirklich nur noch, damit ich hier meine Tiefe kriege, die ich so gerne habe. Und lasse das Blenden wirklich nur am oberen Kranz. Da merkt man, ja, schöne Farbe, aber nicht unbedingt schichtbar. Von den She Glam Lidschatten. So, lasse ich jetzt erstmal einfach so stehen. Ich nehme ein bisschen Wasser und
beziehungsweise heute nehme ich mal Setting Spray von SheGlam. Sprühe mir das einfach hier so ein bisschen auf. Das ist einfach ein Mikrofasertuch. Ich weiß gar nicht, welche das mal ist. Und versäube einmal die Kanten, weil ich das Gefühl hatte, dass da schon extrem viel Fallout runtergekommen ist, gerade bei den matten Farben. Und das kann man dann halt immer ganz gut wegmachen, indem man dann das Mikrofasertuch ein bisschen anfeuchtet. Ob man das jetzt mit Wasser anfeuchtet oder aber auch mit irgendeinem Setting Spray, ist vollkommen egal. Also man kann da wirklich beides machen und funktioniert einfach beides immer recht gut. So, einmal Finger ein bisschen säubern, weil ich möchte jetzt auch keine Farbe irgendwie auf meinen Händen haben. Ich mache nämlich jetzt erst mein Face-Make-up weiter. Einmal Arme hoch, shoppen und dann nehme ich nämlich heute, wie auch gestern schon, eine Kombination aus den beiden Produkten. Einmal die Maybelline 30 Stunden Hour Foundation in der Farbe 10 und einmal die Matte Base Foundation von Revolution in der Farbe 6.5. 6.5 ist mir zu hell. Die heißt Superstay, so war das. Die Superstay von Maybelline ist mir deutlich zu dunkel. Wenn ich aber ungefähr die Hälfte auf meinem Handrücken auftrage und dann vermische, funktioniert das ganz gut. Ich hoffe, ich hasse diese Foundation. Bei der Maybelline, Superstay ist das super, ich mache mal einmal meinen Stuhl wieder sauber, ist das total toll, weil dieser Pumper, gefühlt ist der immer verstopft. Also auch nach einem Tag, ich habe die ja gestern Morgen auch benutzt, ist dieser Pumper verstopft und man hat dann ganz schnell mal das Problem, dass die überall hinspritzt und genauso auch jetzt mal wieder. Nicht ganz so schlimm, wie ich das schon mal hatte, aber doch nicht ganz so schön, wenn man das einfach auf seinem Schreibtischstuhl jetzt ein Stück Foundation hat oder ein bisschen mehr Foundation hat. Super, oder? Sowas liebe ich ja immer ganz besonders. Deswegen benutze ich die auch gar nicht mehr ganz so häufig, weil das halt jeden Tag passiert irgendwo. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was von der hellsten auf. Habe nämlich das Gefühl, dass da noch ein bisschen wenig Foundation ist. Gerade jetzt hier an den Wangen oder so. Tupfe das dann überall einfach hin. Gehe nochmal hier über meinen Handrücken. Wische das dann weg, sodass ich hier einfach keine Überreste mehr habe. Ist auch immer schön, wenn man dann im Nachhinein auf den Handrücken guckt und dann sich denkt, der Fleck ist immer noch da. Da ist immer noch ein Fleck auf meinem Handrücken. Da hast du deine Foundation nicht wieder weggemacht. Aber auch das Schöne ist, wenn ich dann hier diese Kajalstifte drauf swatche, die bleiben zum Teil wirklich bis abends hängen. Also auch wenn man da rüber reibt und rüber rubbelt, bleiben die zum Teil wirklich bis abends hängen. Was habe ich da gemacht? Auch so, das sind Haare, ich wollte schon sagen. Das ist ein Teil von meinen hinteren Haaren. Und dann hat man wirklich, dann geht man nach draußen, am besten noch irgendwo hin, wo es dann noch wichtig ist. Und dann sieht man einfach aus wie wirklich einer, der was in seinem Gesicht geschminkt hat. Ich meine, das sieht man ja so oder so, aber bei manchen Sachen ist das aber ein bisschen peinlicher. So, übrigens, es gibt schon wieder neue Lidschattenpaletten, wo ich auch extrem interessiert bin, denn Glam Shop hat jetzt eine neue Lidschattenpalette rausgebracht. Auch typisch Herbstfarben schon fast, also da ist irgendwie ein ganz, ganz knalliges Orange-Gelb dabei, aber auch ganz viele so ein bisschen grungy Lila-Töne und ich stehe im Moment total auf Lila-Töne. Also die interessiert mich extrem. Glam Shop ist ja eine polnische Indie-Brand. Man zahlt immer Versandkosten, man zahlt aber auch keine weitere Sachen. Guten Morgen! Und deswegen finde ich das einfach immer toll, wenn man dann auch mal eine Nicht-USA-Indie-Brand, was auch immer, unterstützen kann, so ganz einfach. Und die haben jetzt eine neue Palette rausgebracht, die ist gestern gelauncht worden, oder die ganze Serie, die ganze Herbstserie ist gestern gelauncht worden. Und als ich mir die Swatches angeguckt habe, muss ich sagen, hat die mich schon extrem interessiert, weil die Swatches auch mal wieder so richtig schön in diese Duochrome, Multichrome, ein bisschen texturierte Lidschatten gehen und also das ist so meins, wo ich einfach immer wieder schwach werde. Jedes Mal denke ich mir, ich brauche hier eigentlich gar keine Lidschattenpaletten und eigentlich brauche ich auch gar nichts mehr. Und dann bringt irgendeine Brand wieder eine mega schöne Lidschattenpalette raus, wo ich mir dann denke, verdammt. Die hättest du ja auch gerne mal in deiner Sammlung. Und das ist dann meistens irgendwie so Glam Shop, Beauty Bay bin ich jetzt auch dafür. Catrice habe ich nicht mehr ganz so viel Lust drauf, weil auch die letzte blaue Dory-Palette eher so ein leichter Reinfall war. Ich mache jetzt hier einmal meine Kanten. Deswegen konnte ich auch am Anfang genauso blenden, wie ich wollte. Weil wenn ich jetzt hier die Kanten nachgehe und das einfach so sauber wieder fair blende, sieht man von meinem Ausrutscher nach hinten oder so überhaupt nichts mehr. So,
einigermaßen gleich, hoffe ich. Ich gucke dafür immer dann nochmal in den Spiegel. Ja, ich denke mir auch so, jetzt kaufe ich nichts mehr, hab genug und dann, bam, kommt irgendwas Schönes heraus. Ja, genau das. Also ich schaffe das dann immer so 3-4 Wochen gar nicht zu kaufen und dann schlage ich zu. Na, dann denke ich mir jedes Mal so, nö, brauchst ja nichts. Und dann bringen die ganzen Brands irgendwelche besonderen Paletten raus, wo ich mir dann so wieder denke, scheiße, Mist, jetzt ist es wieder soweit, jetzt schlägst du extrem zu. Und besonders dann halt Richtung Black Friday. Ich warte dann immer. Ich habe Ende November Geburtstag. Und Ende November sage ich mir dann immer so, nö, schenk mir lieber Gutscheine. Denn es lohnt sich ja nicht, wenn ich, oh Gott, 11 Tage völlig, ich muss schauen, mir das Resultat später ansehen. Wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss, Rosi. Also ich sag mir dann immer, gib mir Gutscheine, schenk mir Gutscheine und dann schlage ich halt Black Friday extrem zu. Und genauso, glaube ich, werde ich das auch zumindest Richtung Glamshop machen. Die haben nämlich immer auch, oder kurz vor Black Friday, immer einen richtig guten Sale. Da werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Und Monolith hat jetzt auch immer relativ gute Sales, wenn es Richtung Black Friday geht. Also die machen jetzt auch da richtig schön mit. Welche Varianten, welche Sachen gibt es da denn noch? Ich muss mal einmal mich kurz anders hinsetzen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Was macht dann auch? Douglas macht immer Black Friday Sales richtig gut. Aber auch so die einzelnen anderen Indie-Brands sind immer bei Black Friday oder kurz vor Black Friday richtig dabei. Odenseye würde ich nie regulär preisig kaufen, weil Black Friday Sales haben die zum Teil wirklich 30 bis 40 oder 40 bis 50, 60, 70 Prozent. Nee, eher 50, aber trotzdem. Dann kriegt man eine Odenseye Lidschattenpalette fast für Drogeriepreise und dann lohnt sich das auch. Also Odenseye würde ich jetzt nicht mehr kaufen, gerade auch, weil die neue gar nicht so gut irgendwie angekommen ist. Guckt wirklich Richtung Black Friday und dann schlagt zu. Das ist der bessere Deal und wenn man dann mal halt eine verpasst, dann hat man Pech gehabt. Wenn es jetzt, ne, wenn man halt schon 20.000 Paletten in der Sammlung hat, glaube ich, ist das nicht ganz so tragisch, wenn man dann halt mal eine verpasst. So, ich habe jetzt hier ein neues Puder, das KVD-Puder. Das habe ich nämlich gestern aus einem Trash-Wander-Paket zugeschickt gekriegt. Und das würde ich jetzt mal gerne benutzen, wenn ich dann auch wirklich einen Puderpuder habe, der nicht voll gepudert ist. Habe ich das? Nein. Okay. Dann gucken wir mal, dass ich da jetzt irgendwie eine Mischung rauskriege. Denn ich habe jetzt gerade hier meinen... Okay. Das ist bis oben hin voll. Ich versuche das jetzt einfach mal in meinen normalen Puderpuffel reinzumachen, indem ich das jetzt einfach hier in den Deckel reingetan habe. Ich habe beim letzten Mal was vergessen, mir zu bestellen. Oh, das ist so doof. Und dann schlägt man halt wieder zu. Also bei uns, dann muss ich bei uns Ei bestellen. Ja, also wirklich uns Ei. Guck wirklich Black Friday Sale. Black Friday, ich habe da... Also die meisten Dinger bei Odenseye habe ich mir nur im Black Friday Sale geholt, weil die halt wirklich 30-40% Rabatt haben, immer. Und dann ab 70 Euro, glaube ich, ist bei den Versandkosten frei. Ja, ich habe jetzt ein bisschen viel Puder. Ab 70 Euro ist Versandkosten frei. Und dann schlage ich halt jedes Mal dann bei Odenseye zu. Und wenn die halt dann irgendwelche Sales haben, kann man deutlich besser machen. Ich habe mir da letztes Jahr die Stone & Rock, die Jules and Gems, sowie die Angelica Nyquist, die diese Halloween-Palette in Orange bestellt. Und das dann alles für keine, an die 70 Euro. Also schon teuer, aber halt nicht so teuer, als wenn man dann halt wirklich komplett, oder habe ich noch eine Palette dazu geholt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mehrere Paletten oder haben die halt 60 Euro versandkostenfrei. Muss man einfach mal nachschauen, aber so kann man halt extrem gut bei Odenseye sparen, ohne dass man, guten Morgen, ohne dass man da so wirklich viel für ausgibt. So. Gucken wir mal, wie das Puder denn auf meiner Haut sitzt und hält. Ja, es sieht jetzt zum Teil noch gepudert aus, aber dadurch, dass ich gleich einfach Blush, Bronzer und so weiter drüber packe, ist das dann nicht mehr ganz so tragisch, dass da jetzt noch weiße Stellen im Gesicht sind. So, ich habe übrigens heute Morgen die Palette direkt mal benutzt aus deinem Trash-Wander-Paket. Und, oder aus deinem Trash-Paket, nicht Wander-Paket. Übrigens, dein Paket ist schon gepackt, geht morgen. Ja, doch, morgen geht's raus.
die drei matten Farben sind vollkommen in Ordnung. Der Schimmerton, den habe ich gestern schon geswatcht, der ist wirklich nur Glitzerschimmer. Weiß ich noch nicht, ob die Palette so weiter bei mir bleibt. Ich wollte die aber einfach mal testen. Ich hatte nämlich schon mal die grüne Palette von denen und die grüne fand ich vom Schimmer total schlecht. Die finde ich von den matten Farben okay, lassen sich aber jetzt auch nicht extrem schichten. Also gerade bei diesem dunklen Braunton musste ich schon ein bisschen mehr arbeiten. Sind sehr krümelig. Total solider, besser als Catrice und Essence. Aber Catrice und Essence hat mich ja auch extrem enttäuscht. Gerade jetzt mit der letzten. So, dann nehme ich auch, gehe ich auch direkt weiter. Ich habe nämlich hier den Bella Pia Bronzer. Und gehe da jetzt einfach mal rein. Den habe ich nämlich auch noch nicht benutzt. Beziehungsweise auch aus dem Paket mir rausgenommen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass du die Palette aussortiert hast. Meine erste Be Perfect Palette übrigens, die ich jetzt einfach mal von Claudia bekommen habe. Voll lieb, ey. Mega. Das ist meine erste Be Perfect Palette und gerade halt so eine riesengroße, bunte Palette ist genau meins. Und dafür kann ich dann jetzt einfach mal ein paar BH Cosmetics bunte Paletten aussortieren, wo ich mir schon ewig Zeiten drüber, wo ich einfach schon lange Zeiten drüber nachgedacht habe, die auszusortieren und dann wieder zurückgelegt habe, weil die ja doch ganz in Ordnung sind. Und jetzt werden die endlich mal aussortiert. Es wird auch in den nächsten paar Tagen, ein paar Wochen. Oh, danke schön. Ich werde auch in den nächsten paar Wochen einfach auch mal meine Declutter wieder filmen. Denn ich habe einige Sachen. Ich habe jetzt nicht nur alte Declutter bei dir reingetan, ich habe auch neue Sachen reingetan, Claudia. Es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt sage, ne, da sind nur alte Sachen drin. Nein, ich habe auch nagelneue Sachen zum Teil reingetan. Aber so ein paar Produkte, wo ich einfach immer wieder drum rumschleiche, die werde ich jetzt auch einfach mal abfüllen und die muss ich auch einfach mal abfüllen. Einfach nochmal die extremen Declutter, die kommen jetzt Ende des Jahres bei mir einfach auf dem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil ich muss unbedingt Platz schaffen. Ich werde nämlich sonst so langsam wahnsinnig. Ich habe so viel Krams über die Jahre oder über das Jahr angesammelt. Das ist schon nicht mehr viel, nicht mehr schön irgendwo. So. Muss sagen, der gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Man sieht ihn auf meiner Haut, was immer ganz, ganz toll ist. Das ist hier dieser. Der war ja in den ganzen Beautyboxen drin. Finde ich gar nicht mal schlecht. Von der Farbe her würde ich eher sagen, es ist relativ warm, ist aber ja auch ein Bronzer, ist nicht zu krass pigmentiert, ist aber auch nicht zu wenig pigmentiert, sodass man es nicht sehen kann. Ich finde, der wirkt dunkler im Pfännchen, als er jetzt wirklich auf dem Gesicht aufkommt. Hat so einen leichten Sheen, so einen leichten Schimmer, aber jetzt kein Glanzglanz. Ne? Also nicht irgendwie, es ist krass bunt, sondern einfach nur so einen leichten Sheen drauf. Sowas mag ich ja. Ich mag das nicht, wenn es dann glitzert und glänzt. Das ist einfach nicht meins. Das kann ich mit meiner Haut nicht tragen. Aber ansonsten gefällt mir das schon richtig, richtig gut. Ja, den kann ich benutzen. So, weiter geht's. Ne, damit ich auch das direkt alles mal teste. Ich weiß gar nicht, von Poppy? Ich weiß es nicht, wie das... Die Marke, die Farbe nennt sich übrigens Peachy Keen. Und das ist wirklich so ein Brick Red, so ein bisschen ins Rot gehende Peach. Ich bin gespannt. Ich nehme dafür einfach so einen ganz, ganz kleinen Pinsel. Der ist von Barbie Bar. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen härter und nimmt dafür auch relativ viel Produkt auf. Und ich glaube schon fast, dass das genau meine Farbe ist. Oder? Sieht man da jetzt viel? Bis jetzt noch nicht. So ein bisschen Karottenrot, wie gestern, wie der Blush gestern. Der Blush gestern hat übrigens von Shein den neuen, den die da rausgebracht haben, in der Farbe Orange Peel. Der hat übrigens den ganzen Tag so gehalten auf meinem Gesicht. Ist aber schon extrem krass pigmentiert. Also ich kann mir da vorstellen, dass jeder, der eine dunklere Haut hat als ich, den mega gut tragen kann. Bei mir war das schon echt grenzwertig. Und jetzt auch ein bisschen übere Nase. Geht, glaube ich, heute. Mag ich. Ich mag ja dieses so ein bisschen mehr bräunliche Orangetöne, die jetzt aber auch nicht irgendwie aschig wirken oder auch nicht irgendwie zusammen, dass es die Farben zu doll zusammen sich irgendwie zu einem ganz, ganz braunen
Ton ergeben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mag ich total gerne. Mag ich gerade auf meiner Haut sehr, sehr gerne. Ich mag das auch, dass da jetzt irgendwie kein Schienen oder so ist. Ich gehe da immer nur ganz, ganz vorsichtig rein und tupfe da nur rein. Also wundert euch nicht, wieso ich da jetzt so oft hin und her gehe, sondern ich bin wirklich eine, die da ganz, ganz vorsichtig reintupft und dann auch wirklich ganz, ganz vorsichtig die Farbe lieber aufbaut, als dann im Nachhinein zu viel Farbe auf dem Gesicht zu haben. Jetzt als Highlighter nehme ich den wieder von Catrice. Den habe ich nämlich gerade noch hier rumliegen. Und das ist der in der Farbe Supreme Rosebeam. Und setze den jetzt einfach so ein bisschen als Highlighter. Hätte man da besser irgendwie so einen Richtung Peachy Highlighter nehmen können, garantiert. Habe ich aber jetzt gerade nicht da. Und der hat auch nicht so viel Eigenfarbe, dass der jetzt so viel stört. Man kann ihn halt extrem doll aufbauen. Also man kann ihn bis zum Mond scheinen lassen, was ich ganz häufig am Anfang erst mache. Und dann im Nachhinein einfach hier an den Stellen, wo das so ein bisschen krass geworden ist und wo einfach die Übergänge sind, nochmal mit dem Blush drüber gehe. Und dann habe ich eigentlich den Blush und so weiter auch schon fertig. Und ich muss sagen, mir gefällt die Farbe recht gut. Muss ich mir noch im Laufe des Tages angucken, ob die dann irgendwie weniger wird. Ich müsste übrigens hier nochmal hier so ein bisschen runterpudern. Und da habe ich extrem viel Puder genommen. Aber ansonsten gefällt mir die Farbe schon mal gar nicht mal schlecht. Die Palette, die Mini-Charms-Palette, kann ich nur jedem empfehlen bis jetzt. Die hat gestern, habe ich ja auch schon vorhin erwähnt, so ein bisschen gecreased, aber bis jetzt ist die das Beste, was Beauty Bay je rausgebracht hat. So, als Mini-Pinsel, ich suche mir gerade einen. Meinen unteren Wimpernkranz. Jetzt geht es nämlich erstmal weiter mit meinem Lidschattenlook, mit meinem Augen-Make-up. Nehme ich jetzt einfach den hier, da ist ja so oder so schon braun dran, mache den mir einmal kurz nochmal so ein bisschen mehr sauber und gehe jetzt als erstes in den dunklen Braunton rein, um wirklich hier die Außenseiten so ein bisschen mehr zu verblenden. Und auch ein bisschen mehr in den Innenwinkel reinzuziehen. Und auch hier, da sieht man, da habe ich so eine leichte Tränenkante, die versuche ich jetzt einfach so ein bisschen aufzubrechen, indem ich da vorsichtig drüber gehe oder ein bisschen mehr vorsichtig, weniger vorsichtig. Und dann einfach hier hinten nochmal so ein bisschen mehr Tiefe reinzuholen. So, mach einmal den Pinsel ein bisschen sauber. Und gehe hier vorne in den Orangeton rein. Und trage mir den jetzt hier im Innenwinkel auf. Und blende wirklich von innen nach außen, sodass ich innen diese strahlende Farbe habe. Und nach außen das einfach so ein bisschen miteinander verblendet. Da sieht man auch, wenn man zu viel verwendet, geht der dunkle Ton wieder weg. Dann kann man sich den immer nochmal wiederholen. Und nochmal miteinander. Wow. Da bin ich ein bisschen weit gegangen. Da sehe ich nämlich jetzt aus wie so ein kleiner Geist. Und gehe jetzt einfach nochmal vorsichtig mit dem hellsten Farbton da so ein bisschen drüber, was jetzt noch auf dem Pinsel war. Und muss jetzt hier unten einfach auch nochmal nacharbeiten. Weil wenn man es dann auf einer Seite gemacht hat, muss man das dann auch auf beiden Seiten machen. Day. So, in dem Innenwinkel kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe ja den heute benutzt und den hier. Übrigens ein wunderschöner Duochrom-Ton. Schon fast, ja, nee, Duochrom ist es, glaube ich, eher. Jetzt seht ihr den Pink. Da ist er, dieses bräunliche, goldene, was auch immer das ist. Mega. Den würde ich auch schon fast behaupten. Der hat einfach nur eine bräunliche Base mit so einer Art Silberschimmer drüber. Den könnte man selbst nochmal im Innenwinkel verwenden. Ich glaube, dafür ist der sogar hell genug. Das mache ich jetzt auch einfach. Dann kann man den nämlich nochmal solo sehen und auch nochmal an Stellen, wo ich den noch nicht aufgetragen habe. Manchmal wirkt der dadurch, dass man ja einfach hier eine andere Richtung drin hat, nochmal komplett anders. Und wenn das einem zu wenig ist, beziehungsweise zu dunkel ist, kann man immer noch mal mit einem anderen Ton drüber gehen. Man hätte jetzt natürlich auch noch mal den rosa Ton von gestern nehmen können. Ich gehe jetzt heute einfach in diesen Ton rein. Das ist nämlich nochmal so ein pinkiges Rosa und schön glitzerig. Und den setze ich mir jetzt auch noch mal hier so ein bisschen in den Winkel, damit ich hier einfach noch mal ein bisschen mehr Strahlkraft und Helligkeit reinkriege. Also diese Palette, da hat sich bis jetzt jeder Cent gelohnt und jeder, kann ich nur sagen, ist einfach wunderschön von der Farbwahl. Man hat was Dunkles, man kann selbst, wenn man den Ton jetzt solo trägt, glaube ich, könnte man den auch als Solo-Lidschatten-Ton-Look irgendwo mit reinbringen. Oh, danke schön für die ganz vielen Likes übrigens. Kann man den, glaube ich, auch als Lidschatten, als Solo tragen, weil der einfach so eine krasse grüne Base hat und dann ganz, ganz viele lila Gold, selbst in
im Nachtlicht hat der goldene Glitzertöne drin. Also mega. Mega, richtig, richtig toll. Kann ich nichts anderes sagen, als wer die Palette... die Palette hängt bei mir im Zoll. Oh, das ist ätzend. Das hatte ich auch ein paar Tage lang. Alle hatten die schon irgendwie und gefühlt hatte ich die... Ich habe die mir direkt beim Launch Date bestellt und gefühlt hatte ich die dann 3-4 Tage später als viele andere YouTuber oder andere Content Creator, auch auf Instagram oder auf TikTok. Wo bist du noch live? Ich bin parallel noch auf YouTube live. Ich bin also parallel immer jetzt die letzte Zeit auf YouTube und auf TikTok live. Das heißt, ich versuche auch immer die Fragen oder die Sachen vorzulesen. Mache ich bei beiden Varianten. Also ich lese genauso gut auch die, da kann man live gehen. Ja, auf YouTube kann man auch live gehen, kann man sogar noch besser live gehen, da YouTube die Lives dann auch im Nachhinein abspeichert. Im Prinzip ist das die sinnvollere Live-Variante, als auf TikTok live zu gehen. Bei TikTok kann man, habe ich nur gesehen, ich nehme jetzt hier von Trendet ab, einen gelben Kajalstift für meine Wasserlinie. Auf YouTube Live kann man die Lives nochmal abspeichern, sodass auch jeder die im Prinzip nachgucken kann. Also wer jetzt irgendwie hier speichert, das auch doch auch einige. Ja, man kann aber nur Sequenzen abspeichern. Also man könnte jetzt aus diesem Live die besten Sachen rausholen. Meistens schlägt dann TikTok zum Beispiel einfach vor, welche Sachen jetzt viele Views hatte und dann kann man die Lives so ein bisschen abspeichern. Aber sonst kann man das halt nicht irgendwie richtig abspeichern. Nicht zumindest die ganze Länge und auf YouTube im Prinzip kann man das komplett einmal nachsehen. Die gab es einige, aber bei mir ist es jetzt nicht mehr schlimm. Hab Zeit. Cool. Ja, das ist so ein bisschen manchmal nervig mit dem Zoll oder aber auch mit Sachen, die einfach in so einem kleinen Dorf nicht irgendwie ankommen. Also dann nervt das einen immer extrem, wenn die Sachen dann ein paar Tage später da sind und man dann hätte doch noch irgendwie ein Live schminken können oder aber auch schon mal die Anfänge für eine Review aufzubauen. Also der Stift ist total genial. Der ist von Trendet Up. Ich weiß nicht, ob es den im Moment noch gibt. Die Farbe nennt sich 024B. Das sieht man hier immer. Aber richtig eine gute Idee, Farbe reinzubringen. Ich liebe auch immer... ganz, ganz doll Farbe auf meiner Wasserlinie. Ich habe auch weiße Kajalstifte. Weiße Kajalstifte finde ich manchmal ein bisschen hart zu so einem Look. Und wenn dann halt gerade die Farbe miteinander harmonieren irgendwo, also jetzt hier dieses Gelbe mit diesem gelblich-braunen Ton, finde ich das immer genial. Essence hat auch einen schönen, nicht gelben Ton, aber Essence hat einen schönen orangenen Kajalstift. Die sind auch richtig, richtig gut. Also welche ich nicht empfehlen kann, sind die Catrice Kajalstifte in der Form. Die sind grottenschlecht, da kann man, also da überlege ich immer noch, ob ich die nicht meinen Kindern als Malstifte gebe, weil wer macht denn das und das tut weh und das fühlt sich an wie ein ganz normaler Buntstift, da fühlt sich nicht an wie ein Kajalstift. Selbst die von, wie heißen sie, von Action sind 10-mal besser und das ist der Essence, den es im Moment noch im Standardsortiment gibt, wer jetzt irgendwie was mit Orange haben will. Das ist so ein leichter Orangeton oder so ein gedeckter Orangeton mit ein bisschen, was sind das, goldene Partikel oder silberne Glitzerpartikel? Auf jeden Fall Glitzerpartikel drin. Mega. Muss leider raus. Schade, später schaue später weiter, dass ich morgen auch wieder dabei sein kann. Schönen Tag noch für euch alle noch. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, Petra. Ja, ne, also das macht immer so ein bisschen noch mehr her. Komme auf YouTube genug Leute rein, will irgendwo live, wo mich keiner kennt. Auf YouTube kommen nicht extrem viele Leute rein, aber auch im Moment auf TikTok kommen nicht viele Leute rein. Bei YouTube hat man das, dass die Leute, die auch wirklich deinen Kanal abonniert haben, eine Information kriegt, dass du live gegangen bist. Ich weiß gar nicht, wie das auf TikTok ist. Ob diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben, auch eine Information kriegen, dass ich live gegangen bin. Kennst du die Palette, die kühle braune Töne hat? Kühle braune Töne. Ich überlege gerade. Lass mich mal überlegen. Kühle braune Töne. Ich stehe ja eher auf diese warmen braunen Töne, muss ich mal gestehen. Kühle braune Töne, die ich dir aber nicht empfehlen kann, ist die aktuellste von Catrice. Die ist doof, die Just Keep Swimming. Die ist nicht gut. Die kann ich dir nicht empfehlen. Die hätte nämlich kühle braune Töne drin, was jetzt gerade so die Drogerie angeht. Oh Gott.
Ich weiß, dass jetzt Richtung High-End zwei kühle braune Töne rauskommen. Das ist einmal die Huda Beauty, oh Gott, Icy Nudes heißt die, glaube ich, oder sowas. Und einmal, wie heißt das, von Mario, nee, Made by Mario. Der macht jetzt auch eher so diese kühlen graubraunen Töne was raus. Was jetzt Richtung kühle braune Töne ist, fällt mir gerade rein gar nicht ein, weil ich da einfach nicht ganz so nachgucke. Ja, Huda ist zu teuer, ich weiß. Das ist halt solche Sachen, die sind extrem teuer. Die haben aber eher diese kühleren Sachen drin. Drogerie ist ja eine Zeit lang wirklich nur komplett warm gegangen. Und was jetzt so im Standardsortiment ist, ist, glaube ich, auch eher warm. Und halt die Finding Dory Palette, die jetzt wirklich kühlere Töne drin hat, kann ich keinen empfehlen. Also da ist wirklich, da legst du dir nur ein Ei, das ist doof. Findet auch bei Aldi sehr schönes Make-up, okay? Ich finde auch relativ häufig bei Action sehr schönes Make-up. Also da kann man mal nachschauen, wer jetzt da irgendwie nochmal, die bringen jetzt gerade wieder, aber ich glaube, das geht auch eher wieder ins warme, braune Ton. Die bringen jetzt eine neue, ich glaube, 20 Pfännchen, 24 Pfännchen Lidschattenpalette raus. Kann man mal auf der Action-Seite nachgucken. Da sind immer meistens die aktuellsten Lidschattenpaletten online und da muss man halt nur hoffen, dass es die auch schon in den Läden gibt. Ich weiß aber jetzt nicht unbedingt, ob die diese kühlen braunen oder doch eher warm oder neutrale braune Töne drin hat. Also das ist immer so eine Sache bei Drogeriesachen. Und wenn es die dann halt nicht im Standardsortiment sind oder gibt, dann hat man die halt auch nur für ein paar Wochen und dann ist es dann auch wieder fertig. Oder dann kann man sie auch nur immer wieder ein paar Wochen kaufen. So, ich bin ja wirklich auch eher warmbraun. Also bei mir brauche ich das gar nicht ganz so kühl sein, da mir einfach die warmen Töne einen Tacken besser stehen. Oder man muss halt Richtung Indie-Brand-Markt gucken. Indie-Brand kriegst du total gut auf Monolith. Das ist ein österreichischer Indie oder Odensei. Odensei hat natürlich auch ganz viele kühle, bräunliche Töne drin oder rosébraun dann eher. Vermutlich wird es auch von Morphe, wenn man jetzt auch so ein bisschen Richtung das deutsche Segment reingeht, so ein bisschen von Morphe noch was geben, was jetzt in diese kühle, braune Richtung geht. Übrigens war in Action drei verschiedene, aber dein Braunstift gibt es nicht mehr. Wollte den nämlich mit reinlegen. Oh, schade. es ist wahnsinnig, oder? Der Augenbrauenstift ist nämlich eigentlich so mega gut. Zumindest mag ich den total gerne. Und den gibt es einfach nicht. Den hier von Shein kann ich auch nur sagen. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das ist eine Nachmache von irgendeinem vom R.E.M. Beauty. Ich meine zumindest. Das ist nämlich dieser, der ganz, ganz flach ist. Man den halt immer wieder so hochschiebt mit so einem Rädchen. Hier mit so einem, ne? Das sich auch total toll anhört in der Kamera oder im Mikro. Und man kann halt sehr, sehr präzise arbeiten, weil der einfach den Durchmesser nicht hat. Kann man auch mal nachgucken. Timo Amazon hat auch tolle Farben, aber dauert mir zu lang. Ach so, ja, schade. Temu, Amazon, also Temu weiß ich nicht unbedingt, ob ich das empfehlen könnte, jetzt gerade was Richtung Lidschattenpaletten angeht. Die meisten Temu-Lidschattenpaletten sind nämlich irgendwo nur Nachmacher. So, ich nehme jetzt einfach von She Glam so ein Augenbrauen-Gel. Ich wollte das mal ausprobieren, ob ich das mag oder ob ich das wirklich aussortieren muss. Das ist ein, also damit kann man keine Augenbrauen extrem in diese Feathered Augenbrauen machen, sondern wirklich nur irgendwo so ein bisschen fixieren. Ausprobiert habe ich das nämlich schon mal, die hochzulegen. Das funktioniert rein gar nicht. Ich hoffe jetzt aber einfach, dass ich genug Produkt darauf verwendet habe, um das so ein bisschen mehr zu fixieren, weil meine Augenbrauen mögen nämlich immer einfach nach unten fallen. Und ja, ist halt so ein bisschen doof immer. Habe ein neues Hobby. Anstatt YouTube-Videos zu machen, gehe ich ins Gym. Wow. Nicht schlecht. Wir haben zum Glück oder beziehungsweise wir haben leider kein Gym bei uns in der Nähe. Finde ich aber mega. Hab das mal eine Zeit lang, als ich, oh Gott, vor meinen Kindern habe ich das mal eine Zeit lang gemacht. Bin dann auch wirklich regelmäßig nach der Arbeit einfach ins Gym gegangen. Nix hat damals tolle Glitzer-Eyeliner, aber irgendwie sind die auch verschollen. Stimmt, Nix hat auch, aber ich finde sogar, dass zum Beispiel Shein She Glam noch bessere Eyeliner hat. Im Moment komme ich noch nicht mal regelmäßig zum Sport machen. Leider, also bei uns, wir haben eine Sportgruppe.
Ne? Von 20 an bis 80 machen da die Leutchen mit. Und die Sportgruppe trifft sich zweimal die Woche abends. Montagsabends war sonst immer mein Sportplan. Da war irgendwie von 8 bis 9, sodass man dann auch in Ruhe die Kinder im Bett hatte und so weiter. Aber meine Großen haben jetzt montagabends immer Judo. Das bedeutet, dass ich montagsabends erst um 7:45, 8:30 zu Hause bin. Dann nutze ich auch keinen Sport mehr. Wie lange dauert es, bis Shein liefert? Shein liefert circa, ich würde sagen, gute 7 bis 10 Tage dauert Shein zu liefern. Mal einen Tacken länger, mal 11, 12 Tage, aber meistens eher so Richtung 10 Tage. Und da findet man eigentlich auch immer ganz gute, gute Paletten. Über VRS? Nee, bei uns ist die Sportgruppe über den Sportverein. Das heißt, man zahlt super, super wenig. Man zahlt im Prinzip nur einen Familienbeitrag beim Sportverein. Und dann darf man da, ne, wenn man Familienbeitrag zahlt, darf man wirklich in jeden Sportclub und in jedes Ding machen, was der Sportverein anbietet. Ist total mega. Die Großen sind im Fußballverein und ich bin halt eine Zeit lang regelmäßig auch in, ja, ne, regelmäßig auch zum Sport gegangen. Aber im Moment komme ich da einfach nicht zu. Und Mittwochs ist der zweite Sporttermin bei uns. Der ist aber leider schon um, ich glaube, kurz nach 7, 6:45 oder um 7. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Problem ist, dass die einen Sport haben, beziehungsweise Fußball haben, bis um 6:30 und erst um 7:15 zu Hause sind, dann meistens, wenn man Glück hat schon. Und dass dann dieses essenstechnisch überhaupt nicht mehr da ist und also Abendessen und so weiter. Und dann ist das auch immer so ein bisschen schwierig, das alles zu koordinieren. ja, bei Temu bestelle ich auch super, super selten nur noch. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil die halt viele Sachen einfach nachmachen. Da denkt man, man hätte einen guten Deal bekommen und bei Temu kriegt man dann doch nicht den guten Deal, weil es dann wirklich nur die Nachmache ist. Also, ne, es gibt bei Temu so langsam Brands, zum Beispiel Girlcult, der hat sich jetzt auch bei Temu so ein bisschen eingeschrieben, aber auch viele andere. Ne, also, dass man sieht, dass man die Brand irgendwie auf Amazon, aber auch auf anderen Sachen schon erkennt. Aber ansonsten stelle ich bei Temu nicht mehr so gerade was Make-up-Dinge geht. Ich gehe mindestens einmal die Woche eine Stunde schwimmen und 3 bis 4 Mal ins Gym. Damit bin ich dann mal ausgelastet. Oh ja. Also, ich gehe regelmäßig spazieren. Auch wohl schneller, das mache ich. Habe ich heute Morgen auch schon wieder gemacht. Eine Viertelstunde dauert das dann immer. Bis ich dann damit fertig bin. Eine Runde, ich glaube 1,3, 1,4 Kilometer. Und anschließend, was mache ich denn noch? Ich mache so ein bisschen zwischendurch einfach, dass ich so ein bisschen Kraftsport regelmäßig mache. Also das heißt, ich mache mal zwischendurch Liegestützen. Ich gehe mal zwischendurch oder ne, ich mache mal irgendwie Sit-Ups oder sowas. Das mache ich schon regelmäßig, weil ganz so. Und dann habe ich ja noch den Garten. Ich weiß nicht, obwohl das geht jetzt schon wieder. Ich habe mich heute so verlegen oder ich hatte halt so viel, ich habe so viel Unkraut gezupft im Garten, dass mir alles wehtat. Ich weiß es nicht, aber heute Morgen bin ich aufgestanden wie so eine 80-Jährige und hatte hier den ganzen Nacken verspannt. Ist aber so ein bisschen weg. Hauptsache ist, man wacht was. Genau das. Also ich bin auch eine, wenn ich zu oft ins Gym gehe, dann sehe ich aus wie ein Muskelpaket. Also bei mir nehmen die Muskeln immer sehr, sehr schnell zu und ist dann so ein bisschen das Problem, dass ich ja auch nicht wirklich extrem viel, oder doch, ich möchte schon muskulös sein, ich bin halt auch muskulös von Natur aus, aber ja, dann habe ich halt so sehr viele Muskeln. Aber ich mache regelmäßig was, also spazieren gehen, bewegen, so oder so, weil ne, mit 4 Kindern geht man immer regelmäßig spazieren. Ich nehme jetzt einfach so ein Banana Beauty Lipgloss, ich weiß nicht, ob es ein Lipgloss ist, in Charmin und möchte den einfach mal ausprobieren. Den habe ich nämlich schon bestimmt 1,5 Jahre bei mir irgendwo rumliegen, den aber noch nie irgendwie getestet. Das ist er. Ich rieche nämlich gerade dran. Ich will auch nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Ja, das ist immer so mein Problem. Ich mache einmal so ein bisschen Lipgloss ab und gucke mal. Nee, das ist nur ein Lipgloss, gut. So ein bisschen noch nudiger, als meine Lippen so oder so sind. Schmeckt nach nichts.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man auch, glaube ich, ganz gut einfach für Lip-Produkte benutzen, die einem zu krass pigmentiert sind, um das so ein bisschen runterzubringen. So, ich nehme nochmal ein bisschen Blush auf, weil ich finde, also der ist schon ganz schön krass matt, dieser Blush. Stört mich jetzt aber nicht, da ich so oder so überall im Laufe des Tages glänze und dann einfach da so ein bisschen weniger schnell glänze. Finde aber schon nicht schlecht. Nee. Also das ist im Prinzip nur Pflege auf den Augenbrauen. Also ich fühle, man sieht so den Glanz so ein bisschen, dass man da einfach irgendwo Produkt aufgetragen hat bei den Augenbrauen von diesem Shein-Produkt. Aber wenn man da jetzt drüber geht, hat man da nur Pflege. Der Blush schaut sehr gut bei der aus. Ich finde den mega schön. Ich mag das auch gerne halt, dass dann so ein Blush eher so ein bisschen neutraler beziehungsweise keinen Glanz oder so drin hat. Und gerade diese neutrale orangene Farbe mag ich immer, an mir eigentlich immer super gerne. Also da kann man jetzt auch sagen, Shein, das Augenbrauenprodukt, entweder es trocknet noch oder es ist halt gar nichts da an Haltbarkeit. Es ist so, wenn man seine Augenbrauen ein bisschen betont haben will, konturierst du eigentlich, kriegt das nicht gebacken, hab immer entweder Linien oder es verschwindet. Ich konturiere nicht. Ich nehme einfach nur ein bisschen Bronzer an den Stellen auf, wo ich so ein bisschen gebräunt werden sein möchte, weil ich finde, konturieren wirkt im normalen Tageslicht immer sehr, sehr grässlich und sehr, sehr... Ja, es wirkt halt nicht nach Konturieren, sondern eher, als ob man vergessen hätte, sich da zu waschen. Vermutlich sieht das bei Fotos immer mega schön aus, dass man da einfach nochmal so ein bisschen einfach seine Konturen nachzieht halt oder einfach so ein bisschen auch hier nochmal so Absätze setzt. Aber ich finde, im wahren Leben, im echten Leben, im Sonnenlicht oder aber auch im Tageslicht oder aber auch, wenn man drin ist, sieht das jedes Mal aus, als ob man da Sachen vergessen hätte. Ich mag den Look total. Also mir gefällt dieser Look heute, ich mache mal meine Haare so ein bisschen offen, damit die weiter trocknen können, total gut. Gerade diese Lidschattenpalette mag ich, auch wenn man diesen Schimmer für Ton vergessen kann. Das ist nämlich das, was man jetzt an Schimmer hätte. Man kann nochmal hier hingehen und den einfach hier so ein bisschen nach oben tragen. Wenn man jetzt meint, man müsste... Dafür ist er gar nicht mal schlecht, also so Richtung, ich möchte heute nur ein paar Glitzerpartikel auf dem Auge haben, kann man den Schimmerton nochmal benutzen, um das einfach mal so ein bisschen abzurunden. Heute glitzere ich viel. Aber ansonsten ist dieser Schimmerton halt überhaupt nichts. Ne? Aber die matten Töne, ich mag die Kombination aus diesem leichten Orangebraun mit diesem Braun total gerne. Ich mag aber auch den Schimmer von der Beauty Bay Palette total gerne. Also bis jetzt hat er sich bei mir im Moment meint einmal hier vorne immer so ein bisschen zu creasen. Also nicht creasen, sondern einfach, dass der sich da so ein bisschen mehr absetzt. Wieso, weiß ich nicht. Vermutlich habe ich letztes Mal, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da einfach einen Tacken mehr Fältchen habe als auf der anderen Seite. Die Seite hält immer deutlich besser als diese Seite jetzt Richtung Fältchen. Und man muss, glaube ich, bei den Beauty Bay Lidschatten so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel nimmt, aber auch nicht zu wenig nimmt. Die haben Tendenz zum Creasen, ist aber jetzt auch nicht das Creasen, was jetzt irgendwie, okay, ich glaube, das ist doch ein Liquid Lipstick. Guck mal, der klebt meine Lippen zusammen und man hat nur jetzt noch den Glanz. Ich dachte, das wäre ein Lipgloss. Oh, das ist blöd. Das mag ich nicht. Ich suche mir noch was anderes aus. Vielleicht habe ich noch was in meiner Schublade, was jetzt irgendwie noch besser zu dem Look passt, als dieser komische Look gibt. Ich könnte natürlich auch voll rangehen. Gucken wir mal, ob das aussieht. Das ist eine aus der Catrice. So Apricot heißt der. Ich weiß nicht, aus welcher Serie das war. Aus irgendeiner LE. Wenn ich helle Kontaktlinsen habe, kann ich wie mehr Farbe benutzen als mit braunen Augen. Nee. Also mit braunen Augen kann man sehr viel mehr Sachen benutzen als mit blauen Augen. Bei blauen Augen muss man immer sehr doll schauen, dass man die Augen, beziehungsweise dass auch die Augen blau aussehen. Ganz häufig ist das bei mir, dass wenn ich verschiedene Töne trage,
dass das meine Augen sehr, sehr schnell grau wirken lassen und halt nicht mehr strahlend blau. Also bei blauen Augen muss man viel mehr überlegen, welche Farben zu den Augenfarbe passt, als wenn man braune Augen hätte. Ich hätte so liebend gerne braune Augen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich da weiß, dass dann einfach jegliche Farben dazu passen. Also jegliche Farben harmonieren mit braunen Augen, aber nicht jegliche Farben harmonieren halt mit hellen Augen. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich mache immer Liquid und dann ein bisschen glänzenden Lidschatten, damit es glossy wirkt, aber hält. Okay, cool. So, ich guck mal. Ja. Boah, schon weit nach drum gegangen. Ich mache mal heute augentechnisch mit einem braunen G-Liner eine Art Lidstrich oben, mehr nicht. Okay, blaue Augen sind schön mit einem lila Unterton, aber nur blasses lila-grau. Okay, ja, also... Man muss halt bei Lila genau gucken, man muss bei Grün genau gucken. Wenn man mal irgendwie Richtung Blau technisch unterwegs ist, muss man genau gucken, welche Farbe man halt dazu kombinieren kann. Deswegen, das ist immer extrem, extrem schwierig. Sieht jetzt auch irgendwie nicht richtig aus, aber ich lasse das jetzt einfach mal drauf. Extrem schwierig, irgendwelche blauen Augen oder blaue Augen zu kombinieren. Deswegen, ich hätte 10-mal lieber, ich bin so neidisch, dass meine Jungs alle braune Augen gekriegt haben, die keinen Lidschatten tragen werden. Und meine kleine Tochter hat bunte Augen. Das ist wirklich bunt. Und da wird sie, entweder wird halt jeglicher Lidschatten die andere Augenfarbe unterstreichen oder die wird richtig total, wenn sie irgendwie Richtung Make-up gehen möchte, total ärgerlich sein, weil nichts zu ihr passt. Das weiß ich noch nicht. Also wird witzig werden. So, das ist jetzt erstmal mein Make-up-Look. Ich muss sagen, mir gefällt die Mini-Charms-Palette immer besser. Die hat ja nicht nur, die hat Duochrome-Töne drin, die hat, Topper-Töne drin, die hat mehr Glitzertöne drin, weniger Glitzertöne drin. Man sieht richtig, dass ich da schon mit gearbeitet habe. Die hat hier so einen kleinen Plastikrand drumherum. Man sieht so ein bisschen, dass ich damit gearbeitet habe. Stört das mich jetzt, dass hier keine Farbnamen drin sind? Nein. Muss ich immer wieder sagen, mich stört das rein gar nicht. Und mich stört das auch aus dem Grunde nicht, weil die halt dadurch sehr viel kleiner gemacht wurde. Dadurch sehr viel kleiner gemacht werden konnte. Weil wenn man jetzt hier noch dann sich eine Lücke zwischendenkt, wo die Farbnamen draufsteht, ist halt diese ganze Palette wieder riesig. Und dadurch sind die einfach sehr viel schöner und kleiner und kompakter geworden. Finde ich total gut. Bis jetzt ist es mein zweiter Look und auch der zweite Look überzeugt mich komplett. Den Farbton muss ich nochmal gucken, ob ich den nicht in zwei verschiedenen anderen Paletten habe. Also diesen grünlichen Farbton. Ich weiß, dass ich von Glam Shop einmal, ich weiß nicht, wie die Glam Shop Palette heißt. Toller Look, danke fürs Testen. Liebe Grüße und einen schönen Look. Einen schönen Tag dir noch. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch und liebend gerne. Also testen, ich bin sofort dabei, ihr kennt mich. Ich teste liebend gerne alles aus, was so in meinem Rahmen ist natürlich. Nicht alles, aber trotzdem. Ich liebe einfach das Testen und auch das Spielen mit Make-up und auch meine Augen damit zu betonen. Und deswegen, das ist so eins, was ich einfach jeden Tag machen muss und machen möchte, weil es einfach eine Me-Time ist, die ich nicht wieder missen möchte. So, ich wünsche schon mal auf YouTube euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns einfach morgen früh wieder. Ich weiß noch nicht, wann morgen früh. Ich muss mal schauen, wann ich das irgendwie schaffe. Eigentlich müsste ich nämlich, doch, ich muss relativ früh online gehen. Also vermutlich wird es dann eher gegen 8 Uhr sein und nicht gegen 9 Uhr, weil ich noch irgendwie meine Arztergebnisse raussuchen muss oder hin muss und so. So, zu den Blutergebnissen. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen dann. Tschüss. So, und auch auf TikTok wünsche ich